Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in Amys Bunker, Ellas Bunker und Omega Red. Man sieht dich nicht, aber du bist da. Da, jetzt sehen wir dich. Hallo Omega Red. Schön, dass du wieder da mit dabei bist. Wir sind, um genau zu sein. So, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Wir sind nämlich in Ella Ames Bunker. Und wir wollen jetzt hin zur Heizspule beim Sendeturm soll sie liegen. Hier beim Sendeturm, er nennt sich LWB1-22. Ich setze mal die Markierung dahin, damit du das auch siehst, Omega Red. So ungefähr in der Richtung. Berge liegen dazwischen, aber ich finde es gut. Die Gegend wird etwas angenehmer dort als hier die Sumpfgegend, in der ich ja doch so meine Schwierigkeiten habe mit meinen Skills und meinen Bewaffnungen. Bist du schon vor? Ja, ich glaube, du bist schon soweit. Und da geht es jetzt hin. Die Heizspule. Wir sind immer noch unterwegs für Rose ursprünglich. Das ging über in die Aufgaben jetzt für die Freien Staaten. Wo ich am Anfang doch nicht so ganz sicher war, was es da so mit den Freien Staaten auf sich hat. Und als ich da so das Symbol hier gesehen habe, dachte ich mir, naja, die sind vielleicht cool, aber sieht auch irgendwie ein bisschen militant aus. Und da bin ich nicht so der Freund dann davon eigentlich. Naja, in dieser Welt wäre ich wahrscheinlich ein Riesenfreund sogar davon. Wie auch immer, aber jetzt, wo ich weiß, dass es hier eher so Forscher sind und dass es so, ja, eigentlich so, oh, das ist aber dunkel hier, dass es eigentlich Leute sind, die den Menschen helfen wollten, finde ich die Freien Staaten mit mal jetzt richtig gut. Ja, vorher kannte ich die nicht, da konnte ich ja nichts sagen. Ich habe nur gedacht so, komisches Symbol mit so Ketten drauf oder so und ja, ist bestimmt irgendwas mit militärisches Unterdrücken, wahrscheinlich irgendwelche Leute oder so. War mir eben nicht sicher. Jetzt finde ich das aber richtig gut. Ich werde mir die Symbole von denen, wenn ich da, oh, seuchiges Wasser, mutierter Farn, kann ich den essen? Wenn ich im Camp bin, werde ich mir da auf jeden Fall ein paar Flaggen oder sowas oder so eine Flagge da anbringen. Mal gucken. Wir haben da von den Freien Staaten nämlich Baupläne bekommen für das Camp und da freue ich mich, über sowas freue ich mich total, wenn wir sowas bekommen. Naja, und über alles für den Fotoapparat würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Das ist ja auch so mein liebstes Ding. Irgendwie, ich weiß nicht, Omega Red, ob bei dir dieser Soundbug auch ist. Ich höre das immer noch. Irgendwas knattert hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit, also. Ich hätte gedacht, es ist ein Soundbug. Es kann kein Schießen sein oder so. So lange schießt kein Geschützturm, auch hier nicht. Oder irgendwas aus dem Sumpf? Ich glaube, hier kann man rüber. Über den Berg. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Okay, hier ist eine Art Weg. Okay, können wir hier rüberspringen? Das sieht gut aus. Zerklüftet alles. Wenn wir hier raufkommen, müssten wir hier rüberspringen können. So Stück für Stück. Yep, hat geklappt. Schaffst du das auch? Oder ist das, wenn man überladen... Du bist noch überladen, ne? Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So, ich sprinte ja immer vorweg.
Wenn man überladen ist, weiß ich nicht, ob man da so hoch springen kann. Kann ich dir noch irgendwas abnehmen? Ich habe Omega Red, ich habe den Mutantentöter. Die fette Minigun, die du mir da gegeben hast, die habe ich ausgestellt, damit ich nicht vergesse, dir die wieder zurückzugeben. Und natürlich die Munition und einen kleinen Bonus natürlich als, ja, was ich eben kann. Ich verspreche das jetzt einfach und habe selber nichts. Ich habe selber geguckt, ich habe 205 mm Patronen gerade mal. Aber das sollst du schon alles wieder bekommen. Dann. Na gut. Kann ich dir noch irgendwie was abnehmen oder so? Ich meine. Ja, hallo. Geschafft. Ich meine, ich bin auch ziemlich voll. Viel kann ich nicht. Ich habe noch 7 Pfund frei jetzt. Aber dann werden wir beide überladen. Vielleicht gehen wir... Oder? Aber ich... Geht schon, sagst du. Okay. Dann, dann, dann... Wie weit ist das denn noch? Huch, hast du geschafft irgendwie was? Du kannst ja sprinten. Ach, oder hast du Buff-Tets genommen oder so? Buff-Out heißt das, ne? Buff-Tets gibt's aber auch, oder? Ui, Kupfer. Naja, nichts mitnehmen. 7 Pfund nur noch frei. Ach, was ich getroffen habe in den letzten Folgen, Omega Red, das hast du ja noch nicht gesehen dann jetzt. Den Mottenmann, der war aber nicht so nett wie der andere. Der wollte uns angreifen, wir mussten sogar wegrennen. Wir haben den nicht geschafft. Ich habe ihn zwar mit Grognacks Axt einen drüber gezogen, aber... Das hat ihn nicht besonders beeindruckt. Was ist denn das? Nur einmal Klingeling hören. Nicht ablenken lassen. Na also, Holzfällerlager, Sylvie und Sons. Kommt mir sogar bekannt vor irgendwie. Nee, ich wollte nur gucken, da sind verstrahlte Hunde und so. Ich wollte nur gucken, weil da bekommt man immer so ein schönes Geräusch. Kein Klingeling, sondern so ein anderes. Was ist das? Nicht ablenken lassen. Ja, aber das ist doch gerade auf dem Weg hier. Was ist denn das? Ungewöhnliches Rohr. Will ich mal dran schnuppern? Ja, natürlich. Wie riecht denn das? Hey! Was ist passiert? So schnuppert man doch nicht. Man... Das. Hat sie das nicht gelernt, wie das geht? Bei so unbekanntem Zeug. Das weht man sich mit der Hand so ein bisschen her und dann schnuppert man. Aber doch so nicht die Nase reinhalten. Was ist das jetzt? Oh Mann, was war denn das? Oh. Hier liegt einer. Rohr. Leiche. Hat ein Rohr drin. Fusel über alles. Ach so. Cool, das nehme ich mit. Steht da drauf, Fusel über alles. Wie, was hat... Ist das sein Rohr vielleicht? Ah, oh, der hat sich die volle Dröhung gegeben. Omega Red, du schreibst, das ist so eine Zufallsbegegnung hier. Das ist so ein Zufallsbegegnungsspot hier. Und das mit dem Rohr verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist da drunter eine Schnapsbrennerei? Hat da jemand... Ich habe krasse Effekte vom Schnuppern gehabt, ja. Du fragst gerade Omega Red, ob ich Effekte vom Schnuppern habe. Ja, aber hallo. Jetzt sind sie weg, aber waren da. Ich dachte schon, ich werde blind.
Naja, gut, aber wir haben ja was anderes vor. Und wir sind gleich schon da. Ja, das war doch jetzt eine schöne Aufgabe alles. Sehr entspannt, muss ich sagen. Sehr schön, sehr ruhig. Kein Theater, so wie in der Wendigo-Höhle. Aber nochmal, das war meine Schuld in der... Warnung! Hier spricht Niraj Singh. Dies ist eine automatische Prioritätsmitteilung. Die Rover-Einheit des Brandbestien-Aufspürsystems wurde beschädigt und muss repariert werden, um die Übertragung am Sendeturm fortzusetzen. Ich wiederhole, die Rover-Einheit ist beschädigt und muss umgehend repariert werden. Tragt bitte die benötigten Reparaturmaterialien zusammen und begebt euch zum entsprechenden Sendeturm, um sofortige Hilfe zu leisten. Tja, was habe ich gerade gesagt? Dass es so entspannt ist alles. Wie sollen wir das denn hier schaffen? Jetzt die Verbrannten haben mich gleich abgemurkst. Und da sind jetzt Supermutanten mit 3 Sternen schon wieder. Ich meine, okay, ich habe Munition da, aber das ist jetzt hier ein anderes Gelände. Bei den anderen konnte ich mich super weit zurückziehen und der hat mich da einfach nicht gesehen, weil ich so aus der Ferne schießen konnte, so weit. Aber hier... Die sehen uns doch. Ein Gladiator ist da. Das sind aber, die sind nur zu dritt, glaube ich. Ach, da oben ist aber auch noch einer. Wow. Mit Panzerfaust. Vorsicht. Ich hab was gehört. Oh, ich bin tot. Vielleicht. Ich habe noch 30 Sekunden, 25. Eigentlich. Danke. Oh, ich habe keine. Ich hatte keine Munition mehr. Hat der irgendwas... Wer war denn das, der hier geholfen hat gerade? Raider, ein Raider. Heißt jetzt Twix, nicht mehr Raider. Und der andere, auf dem Dach ist auch noch einer. Boah, ja, das werden 400 Schuss, werde ich auch brauchen für den. Das ist ja unglaublich. Also für den unten werde ich 400 brauchen. Wo ist denn unten jetzt? Den sehe ich gar nicht mehr. Ach, ich habe schon wieder die falschen Karten drin. Ich komme, ich habe ihn gleich. Shit. Oh, das ist der legendäre. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wenn du kannst, renn. Wenn du kannst, dann renn weg. Kannst du wegrennen? Ich hab dir doch ein Dings gegeben. Wo bist denn du? Ich hab dir doch gerade... Wieso bist du nicht aufgestanden? Zu einfach. Hat das Stimpack gerade nicht gewirkt? Oder hat er dich sofort wieder erwischt?
Oder ich habe mir das selber gegeben, wie das aus. Das sah auch so aus, als ob wir uns das selber gegeben hätten. Oh nein, schnell weg. Weg, 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 weg. Renn, 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 renn. Ich bin schon wieder total am Ende. Und ich habe mir überlegt, ich brauche ein bisschen Abstand. Ich habe das falsche Deck jetzt, weil ich doch vorhin da in dem Bunker, da war doch mehr zu looten. Da habe ich die anderen Karten genommen und jetzt richten meine Waffen keinen Schaden mehr an. Ich muss mal ganz fix das ändern. Irgendwie fehlt da was. Irgendwas ist hier falsch. Ach, den Schatzsucher hatten wir, glaube ich, immer drauf. Ja, von wegen Kronkorken und so. Ach, die habe ich doch gerade durchsucht schon. Oh, der ist ja immer noch da. Ich renne da schnell rein, jetzt wo er draußen ist. Ach nee, denkst du, da ist noch einer. War auch keine gute Idee. Aber vielleicht schaffe ich den anderen ja. Nur der ist weg. Wow. Ich habe ihn verletzt, der ist jetzt voll sauer da drin. Und er ist mutiert schon, wenigstens habe ich das geschafft. Aber ich bin ziemlich am Ende. Na, da kann ich aber auch besser mit... Ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Ich hau jetzt mit Grognacks Ding drauf. Axt. Nimmst du dir das legendäre Teil daraus, Omega Red? Hey, was ist jetzt los? Was ist passiert? Hattest du das auch gerade, so einen komischen Effekt? Oh yeah. Rasend kurz, Jagdgewehr. Was habe ich denn für Effekte gerade? Habe ich irgendeinen Entzug oder sowas? Da ist die Heidspule. Aktiviere Diagnose-Subroutinen. Wir sind noch nicht am Ende. Ich kann nicht gucken, was war denn das jetzt? Ich habe irgendeinen Bonus oder was bekommen. Rover-Einheit 5 ist ausgefallen. Ich wiederhole, Rover-Einheit ausgefallen. Oh, da ist noch einer. Ich habe keine Stimpacks mehr, oh nein. Ich bin tot. Wieso sind denn so viele auf einmal da?
Und wieso richte ich überhaupt gar keinen Schaden an? Was ist das denn? Boah. Ey, überhaupt nicht gegen so einen Hund hier nicht mal. Boah, ich richte gar keinen. Moment. Ja, schon besser, aber langsam. Einen Moment, ich bin total verstrahlt. Ich habe keine... Ich muss mal einen Red Away nehmen erstmal. Oh Mann. Das ist... Warum richte ich so wenig Schaden an immer noch? Ich habe so gute Waffe und jetzt so gute Skills. Und die sind nur auf Stufe 60. Aber ich... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Die nehmen überhaupt gar keinen Schaden bei mir. Naja, ein bisschen schon, wie man merkt, aber... Eher wenig. Ich habe gar keine Stimpacks mehr. Ich bin schon wieder tot. Oh, da sind ja noch mehr. Was ist denn da? Ist das irgendwie ein Event, das jetzt ausgelöst wurde? Oder was ist das jetzt? Oh, danke. Der war noch gar nicht tot, der eine. Aber trotzdem, irgendwie kurios, mit dieser Waffe hier richte ich keinerlei Schaden an. Das kann doch nicht wahr sein. Die Waffe muss doch irgendeinen Schaden anrichten, das kann doch nicht sein. Ich bin zu nah dran, lass das lieber. Ich war gerade so ein bisschen wütend und bin auf den zugerannt. Und ich habe keine Stimpacks, nein. Ich habe auch keine nicht bei mir, ich habe auch in der Kiste keine mehr. Ich habe alle rausgenommen, die ich da hatte.
Aber hier scheint... Doch, einer ist noch da. Einer ist noch im Haus. Hey, ich lebe noch. Wieso lebe ich? Okay, ich glaube, das war's. Du hast mir welche hingelegt. Oh, warte. Ich bin sofort da. Nicht, dass die wieder weg sind, so wie letztens. Oh, danke. Oh Mann, da kriege ich auch sofort eine Dröhnung. Verpasst. Oh Mann, jetzt ist das gescheitert hier, oder? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was war denn das? Wieso waren denn da so viele auf einmal? Ich habe doch geguckt, da waren drei. Das waren doch nicht so viele. Oh, haben wir geschafft, sagst du? Oh, super. Und ja, für die Stimpaks, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für die Stimpaks. Mann, was für ein Theater jetzt. Mein Herz, irgendwann mache ich das nicht mehr mit hier. Ich merke genau, wie mein Herz blutpunkt jetzt. Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ich glaube, das sollten Herzen auch tun, oder? Jetzt habe ich überhaupt nicht mitbekommen, was wir hier machen sollten. Hier war doch irgendwie so ein Augenbot oder so. Haben sie den zerstört jetzt wahrscheinlich, oder? Oh, jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen? Nein. Doch wohl eher nicht. Oh. Hey, genau. Da fällt mir gerade ein, ich bin so oft jetzt gestorben. Was ist denn mit meinen ganzen Schrauben schon wieder? Ja, liebe Welt da draußen, ob wir Schrauben finden oder nicht, werden wir erfahren, aber nicht mehr in dieser Folge. Wo ist unser Schrott? Wird es dann in der nächsten Folge heißen. Diese Folge ist aber vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und... bis zum nächsten Mal. Tschüss.